Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Final Fantasy 7, dem Remake. Wir sind ja letztens hier ein bisschen rumgelaufen. Haben ein bisschen erkundet. Jetzt gehen wir aber dann doch mal in den siebten Himmel und gucken, was da auf uns wartet. Wir sollen ja irgendwas erledigen für Tifa. Morgen. Na? Morgen. Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Ich hab die mir schon angeguckt, Tifa, aber danke fürs Angebot. Ja, Cloud, lauf doch mal ein bisschen das schneller. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich's heute krieg, kein Problem. Ja gut. Gucken wir uns mal die Gegend an, die wir uns schon angeguckt haben. Wenn du unterwegs bist, hörst du manchmal Musik, die in den Läden oder vor den Stadtbüchern gespielt wird. In der Nähe der Signalquelle wird ein Musiksymbol angezeigt. Von Läden oder Verkaufsautomaten in der Nähe kannst du dann Schallplatten erwerben, die sich in den Jukeboxen abspielen lassen. Halte danach Ausschau, sobald Musik erklingt. Ja, das... Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Du bist doch nur auf die Bugscharfe, Tifa. Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Ja. Na gut, wenn's sein muss. Die Schallplatte gibt's doch bestimmt hier. Hier, das, der Prelude. Summe 0 Chill, okay. Oh, ich hab ja schon ein bisschen was. Nur 50, okay. Was hat denn der für Dings? Heilen brauch ich nicht. Okay, also können wir uns später mal angucken. Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Alter, Lustmorch. Hereinspaziert, herein. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Na dann los. Irgendwie läuft Tifa so ein bisschen unbeholfen. Ich weiß es nicht. Warum? Warum wird die so dargestellt? Eigentlich ist sie mega tough. Hallo Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa! Wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein miese Peter wie der außer Kämpfen schon können, ne?
Wenn Sie meinen. Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Ey, du hast ja gar nicht die Filter gewechselt. Viel Erfolg auf eurer Runde. Ich weiß nicht. Was ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in einigen Zimmern aus? Können TP und MP vollständig geheilt werden? Ja gut, habe ich mir schon gedacht. Male gefällt mir. Male ist cool. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Also, ich habe 400 Gil eingenommen, Gil, und habe 50 ausgegeben. Also habe ich ein Minusgeschäft von 50 gemacht. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich habe genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Ach, stimmt, ich habe noch nicht alles bekommen. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Okay. Reinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Nee, du warst gerade mies zu mir. Du wolltest die Kohle nicht bezahlen, Kollege. Ach so, ich muss hier reingehen. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Alter, ich weiß nicht. Du siehst aus wie Charlie Sheen für Arme. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Okay. Hab da schon zwei drin. Boah, mein Schwert sieht aus. Da kommt auch mal wieder eine Polierung. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte WP, um Modifikation für deine Waffen freizuschalten. Tutorial anzeigen. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation und modifiziert und verstärkt. Okay. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren möchtest. Wähle Cloud mit ja X, okay. Oh, warte mal, ich muss kurz gehen. Entschuldigung. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte WP. Also WP steht für Waffenpunkte, die dir pro Waffe maximal zur Verfügung stehen. Sie nimmt mit steigender Stufe eines Gruppenmitglieds zu. Okay. Als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Ja, bla bla, mit X.
Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die du auf die aktuelle Waffe noch verteilen kannst. Okay. Oh yeah. Okay. Was? Das war zu schnell. Verbessere deine Waffen mit Modifikationen. Zum Freischalten von Modifikationen benötigen Waffenpunkte. Benötigten Waffen und können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Wähle Modifikation mit L oder freischalten. Okay. Was ist denn das? Magische Attacke? TP-Boost? Nee. Physische Attacke? Offensivhaltung? Was ist denn das? Was ist denn die Mitte? Verdammt nochmal, wieso spricht Google jetzt mit mir? Ich will das aber nicht. Wieso geht denn der jetzt nicht mehr in die Mitte? Oder ist die Mitte dann, wenn alles viel... Oh, ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal das. Offensivhaltung? Nee, warte mal. TP-Boost? Nee. Ja, magische Attacke ist auch gut. So, mehr geht jetzt nicht. So, wir haben jetzt... Genau. Ach, wir können den Kern separat machen. Okay. Ja, wir machen dann erstmal hier TP. Also da brauche ich noch 4, also 2. Also noch 6 T, next 6 Punkte. Okay. Du hast die Möglichkeit, deine Waffen automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu mit der Waffenauswahl Dreieck und wähle den Modus automatisch. Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffen oder schalten neue Materie-Slots frei. Wenn du die maximalen Waffenpunkte eines Charakters bei einem Stufenaufstieg steigen, steigt auch seine Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen zur Verfügung. Das Tutorial ist hiermit beendet. Okay. Ja, wir haben ja jetzt ein bisschen gemacht, ne? Nur ein bisschen warten. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Ja, ich werde da mal ein bisschen probieren. Es sei denn, irgendeiner hat Tipps, wie ich das am besten machen kann. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wretches Klappermaul bist du nur in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Na, hast du ja auch nötig. Wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber... zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Okay. Gruppe beigetreten. Tiefer Lockhart. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht Bix aus wie Charlie Sheen für Arme. Und kommt mir aber auch wie so ein Street Fighter Charakter bekannt vor. Alter. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Nee, ich hab ein Schwert. Also man bitte. Kann nie wissen. Ich hab ein Schwert. Ich hab ein Panzerschwert. Was ist los mit ihm? Ein Auftrag für die Bürgerwehr. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja. Das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. So, wie sieht die Karte hier aus? Ziemlich groß, der Bereich hier, aber auch cool. Okay, gucken wir mal. Was sie von uns wollen. Ach, hier, alles besser ab. Alter, was ist denn mit dem kaputt? Bam, Junge. Alter, was war das denn? Was kann Tifa eigentlich? Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Eben. Außer, dass ich angegriffen wurde. Ja, komm, wir gehen mal da weg. Dann lass uns mal weitermachen. Egal, wir erkunden jetzt alles. Wir haben ja mega viel Zeit. Hm.
hier und nicht weiter. Bam! Ah, kein Loot für mich. Oh, das ist aber doof. Boah, die Ratte ist aber geflogen, du. So, wir gucken mal hier noch ein bisschen. Hier geht's ja, glaube ich, nicht weiter. Verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und ja, jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Was? Was für Regeln? Willst du mich rollen? Bring dir deine Regeln selbst bei. Ach, hier sind Kisten zum kaputt machen. Oh, das habe ich ja völlig vergessen. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Das ist Schwachsinn, Tifa. Für kurze Zeit bringt gar nichts. Du lebst dann auch ständig in Angst. Na egal. Es macht trotzdem Spaß. Macht trotzdem Bock. Aber das ist total unlogisch, was sie da gerade gesagt hat. Für kurze Zeit bringt mir gar nichts. Ne, von. So, dann gehen wir mal hier durch die Höhle. Vielleicht gibt es ja hier was Interessantes. Ja. Was haben wir hier? Frost 1, siehst du? Zum Glück habe ich nicht gekauft. Okay, das wird bestimmt später freigeschaltet. Mal sehen, was Barrett schon wieder für uns hat. Ja, ich nutze meinen fetten Prügel auch. Nicht so wie ihr mit euren Dekorations. Euren Dekorationswaffen. Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Ach so, ich dachte, der geht die Leiter von allein hoch. Schade. Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Lobet den Herrn. Was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Hab bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Genau. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Boah, die Musik. Habt ihr es schon gehört? Die Waffenhändler sind angeblich wieder sicher. Im Dach unserer Herberge ist ein Loch. Das muss ich. Das ist also der Alleskönner? Der Spargel? Bist du sicher? Was ist los? Das ist also der Alleskönner? Der Spargel? Bist du sicher? Pass mal auf, mein Schwert ist fast doppelt so groß wie du, Lady. Also, bitte. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben? Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut,
Eisenklinge, okay. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Eine Kiste Bier, eine Karre Senf und ein gegrilltes Schwein hätte ich gern. Danke. Oh. Mhm. Eine Schutzweste. Oh, ich habe aber nicht so viel Gil. Ich würde gern noch ein bisschen Gil, meine ich. Ich würde gern noch ein bisschen sparen. Boah, ey, das ist doch nicht wahr. Ein Seelenohrring. Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire. Nee, ich gebe da keine 500 aus dafür. Komm bald wieder! Um einmal zu benutzen. Du kannst eine neue Waffe erhalten. Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörige Waffenfertigkeit erlernen. Erreiche die Geschicklichkeit in einer Waffenfertigkeit. Den Maximalwert kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet ist. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen den Geschicklichkeit. Okay. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Ja, ich will... Warte doch mal. Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Ja, warte doch mal. Nee, das ist falsch. Ich will mir mein Schwert angucken. Ausrüstung. Was kann die denn hier? Physische Stärke minus 4. Aber magische Attacke plus 4. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja eher so der Typ für die groben Sachen. Suche nach Kandidaten. Wer bist du denn? Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Moment. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit R2 auf der Karte aufsuchst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließe viele davon ab, um einen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Was? Du bekommst auch eine Anzahlung. Was? Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Ja, klar. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Schließe die Mission für Kampfberichte ab und versorge Shadley mit den gewonnenen Daten, damit neue Materia entwickelt werden können. Angaben? Zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. Meine Anzahlung? Was ist damit? Achso, warte mal. Was ist denn das? Das ist Glut. Die Heilung kann ich mal raustun. Was habe ich denn? Ich nehme mal... Was ist ein Chakra? Analyse rein. Warte mal. Warte mal. Ach, muss ich ja. Warte mal. Eisenklinge, was kann das denn? Bis
bisschen Eisenbeam. Machen wir mal Frost rein. Mal heilen. Und was ist ein Chakra? Boah. Oh, TP-Boost rein. Aber ich nehme... Ich nehme mal mein Panzerschwert. Das finde ich viel cooler. Auftrag Rattenplage. Wenn alles glatt läuft, werde ich mich sicher wieder mal an dich wenden. Alles klar, Peter. Peter Katheter. Was ist denn das? Was ist denn her? Na. Verschwundene Freundin, nee. Wo war denn die Rattenplage? Ich will mich kloppen. Rattenplage. Hallo, Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nen Ruf zu verlieren. Dann geh selber. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also... Diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Okay, 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 okay. Und das ist wo? Und das ist wo? Okay, andere Richtung. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Artikel von der Platte? Mhm. So, dann gucken wir mal. Ach so, ja. Ach so, der geht nicht von allein. Na gut. Dann. Los, kleine Fische. Bam, Junge. Bam, die wegfliegen. Finde ich voll lustig. So schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Hm. Und was nun? Warten wir? Ach, obwohl, lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten. Warum? Wie, war's das noch nicht? Naja, okay. Dann mach doch einfach das Loch hier zu, dann kommen die nicht mehr rein. Wenn die nur irgendwo unter durch... kriechen. Ach stimmt ja, Cloud geht ja wie immer noch nicht. Wo muss ich denn hin? Was soll ich eigentlich machen? Zum Krämer. Ist was, Doc? Das ist da der Krämer, oder nicht? Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du alles rennen. Warte mal. Ach so, okay. Ja gut, dann gehe ich da nochmal hin und warte. Herein spaziert.
So, ich muss Analyse nehmen, okay. Oh, da sind sie ja, glaube ich, schon. Geh doch mal. Ach, ich muss jetzt noch meine TP aufladen. Hä? Warte mal, was ist denn das hier? Was zum Teufel? Ja, dann mach ich das später. Dann übernimm. Tief weiß ich vorhin nachgefallen, ja, ja. Bam, 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 in your face. Bam, 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 ey. Bam. Eine Dusche wäre jetzt nett. So, jetzt will ich... Ich muss aber gleich mal... Warum habe ich Eis da drin? Ich habe da eigentlich Frost genommen. Glut. Wow, 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 so nicht. Hier. Und? Muss ich das speichern oder was? Hereinspaziert, hereinspaziert. Gucken wir gleich nochmal. Wir haben alles. Oh, diesen... Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, der ist noch nicht mal in der Nähe. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Nee. Bist du dabei, Alleskönner? Nee. Da würden wir beide von profitieren. Nicht mit dir. Ich werde dich Weimar und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst... Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Was ist das denn zu kaufen? Hm? Nee. Lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also... So langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Ja, würde ich sagen, ne? Ich denke mal, die Aufträge kann ich ja später immer noch machen. Unser neues Dokument wird sie ins Staunen. Ich musste... Pass auf, dass du nicht... Ich will nämlich mein Geld haben. Hallo? Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Okay. Johnny wird doch wohl... Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber
Er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny, ach, darf Mann. Auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Ach, Cloud. Aber Kohle. Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Ja, lauf doch los, Mensch. Warum der denn erst immer ein paar Schritte langsam laufen muss? Aha, da ist nix. Cloud, hinter die Container da. Warum? Einfach verkloppen, die Leute. Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir. Verkloppen! Lass mich ja, die Leute verdreschen. Du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Ja, endlich darf ich Leute verhauen. Lasst ihn gehen. Hm? Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh! Dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Hey du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Genau, ja. Kann ich schaffen. Okay. Verwende mal die Attacken. Habe ich das auch schon mal abgeschlossen. Ranghoher Wachmann der Shinra Sicherheitsbehörde. Elite-Kämpfer, dessen Kampffähigkeiten denen gewöhnliche Wachmänner deutlich überlegen. Wird hauptsächlich in hart umkämpften Gefahrenzonen eingesetzt. Nach geblockten Nahkampfangriffen sind ranghoher Wachmänner Kurzzeit leichter. Okay. Resistenzen. Okay. Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Bist du bescheuert, Johnny? Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Ja. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Ich hätte mich jetzt so kaputt gelacht, wenn der mit verbundenen Händen und verbundenen Augen hier voll gegen den Zaun gerannt wird, sich auf die Fresse gelegt hätte. So, dann machen wir das noch eben zu Ende, dann war es das auch schon für heute. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Warte mal, da kann ich doch. Da ist ein Automat. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern?
Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Ich mach dann lieber noch ein paar Aufträge. Oh, hier. Was kann ich hier kaufen? Gegenstände. Okay. Ich gehe mich aber, glaube ich, erstmal ausruhen, würde ich sagen. Was ist denn hier? Mhm. Oh, schade, ich dachte, man hätte gesehen, wie man da sitzt. Ja gut, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal noch ein paar Aufträge. Obwohl, wir machen, wartet mal. Wir geben noch eben... Wo ist denn der Lappen? Wo ist ein Shadley? Ja. Gehen wir eben noch bei Shadley ab. Ich glaube, ich habe das ja jetzt fertig. Ja. Eine Autovita? Was will ich mit einer Autovita? Oh ne, hier will ich ja nicht hin. Oh, was ist denn das? Jetzt bin ich falsch gelaufen. Naja, passiert. Zumindest muss ich hier nicht Dreieck drücken. Nicht wie bei anderen Spielen, um eine Treppe hochzulaufen. Jetzt muss ich aber echt mal auf die Karte gucken. Die nächste rechts. Oh, die Musik gefällt mir. Die ist schön beruhigend. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Hallo, Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Wenn du dich an den Datensammlungen der Kampfberichte beteiligst, macht Shadley Fortschritte bei der Materia-Entwicklung. Und du kannst neuartige Materia erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Uhuhuhu. Bei Shadley... Denk daran, dass du erhältst dann alle verbrauchte Waffenpunkte zurück und... Warte mal. Bei Shadley kannst du für einen geringen Betrag verschreibte Waffen zurücksetzen lassen. Okay, ja, das ist... Was hast denn du so Schönes? Analyse brauche ich nicht. Autovita. Sind Gefährten in Bedrängnis und automatisch zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP zur Verfügung hat. Oder das... Ja, nee. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materie entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Du kleiner Piefke. Du kleiner Piefke. muss ich jetzt 4 sammeln? Okay, warte mal. Okay, okay, okay. Ja gut, ich würde... Was hast du noch für mich? Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sag dir doch was, oder? Einer von Shinras Kampfhunden. Okay. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Okay. Kann ich dich damit betrauen? Nö. Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Ja, aber nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.